ich jetzt mit ihm hier hergestellt worden? Ich dachte, dass ich jetzt mit ihm erstmal durch bin. Ruhe, keine Lust auf so einen Quatsch, komm hier. Ruhe. Ich hatte doch nur eine Klasse. Die muss überwältigt werden. Mhm. Und ich schaff die beiden nur zusammen. Zusammen mit ihm, doch nicht mit mir. Zusammen, das ist ein Scherz hier. Nee, was will ich? Schafft ihr zusammen, das schafft ihr beide nur zusammen. Ich hab schon mal erwähnt, dass ich mit ihm gar nichts zu tun haben will. Ich hab ihren Kopf weg. Eure Aufgabe heute ist es, diese Klasse unter Kontrolle zu bringen. Ich würde sagen, dass ich das sage. Ihr beide alleine. Ich bin Nummer 1 Lehrkraft. Das würde ich eigentlich nur schaffen. Quatsch. Ihr beide schafft das hier zusammen. Nicht einzeln, nur zusammen. Okay. Ich werde es auch immer zusammen jetzt machen, aber recht noch und recht zusammen. Ich muss ja lieber alleine. Ich hab das nicht zusammen. Sofort. Er hat zusammen gesagt. Zusammen. Er ist der Direktor und wir sind die Lehrer. Das stimmt schon, aber genau genommen bin ich die Nummer 1 Lehrkraft. Ich bin die Nummer 1. Zusammen, ihr seid gar keine Nummer 1. Ich bin die Nummer 1, ihr seid die Nummer 2. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass sie hier als Inder so eine Position haben. Das ist schon dankbar. Verbrechen Sie die Namen zu viel. So, Herr Pessi, ich würde mal sagen... Pessi, nicht? Für die, die mich kennen, Pessi, aber ist jetzt nicht so klein. Hey, Herr Pessi, immer irgendwas zu sagen, Sie kleiner Daumenlutscher, warum können wir die einfach mal... Ja, was heißt denn hier Daumenlutscher? Hier hat man einen Daumen gelutscht? Du auch ein kleiner Scheiße, oder ist das immer noch? Also jetzt nicht wegen der Farbe, weil der Scheiße auch... Herr Pessi, können wir das einfach mal jetzt mal kurz zur Seite legen? Kommen Sie zum Punkt, ich möchte die Klasse unterrichten, nicht hier mit Ihnen diskutieren, Vogelnestkopf. Was ich will nicht sagen, ja? Sie stinken nach Schweiß. Das ist eine Krankheit. Krankheitsbedingt. Mach dich sozusagen lustig um meine Krankheit. Es tut mir leid. Okay, kommen wir jetzt mal dann zum Test. Wollen wir immer noch sagen, was Sie halt im Test mit Ihnen schreiben? Wesentlich ein guter Plan. Ein Überraschungstest. Darf ich einmal Ihre Meinung? Schon gut zu wissen, was dabei rumkommt. Okay, dann würde ich mal sagen, ich fange jetzt mal an. Ja oder nein, Herr Pers? Ja. Okay, mit dem Zwölfjährigen? Ja, halt nur Jungs, ne? Die Jungs! Das ist nicht so meins. Ich glaube, die Mädels sind meine lieber. Ich weiß nicht, wie Herr Ruhe und Herr Pers die Aufgabe meistern werden, aber... ich vertraue denen. Hey Leute, die Buche sind raus. Die zwei Hurensohn-Lehrer wollen gleich einen Test schreiben. Aber ich hab Spickzettel. Oh, schade. Ja, so klar! Ja, das ist der Beste. Ja, das ist der Beste. Das ist der Eins. Krass, Alter. Erste Eins. Eigentlich brauche ich keinen Spickzettel. Ich kann das doch. Ein bisschen laut hier. Jedenfalls, ja. Muss ich mal anfangen hier? Okay, Herr Pers. Okay, das ist mal ein bisschen Silenzio hier. Wenn so rumschreien, ist ja nicht ein Bastard, ne? Den kann man nicht rumknallen. Ich bin Herr Pers, P wie Pussy, E wie Eichel und F wie Sex. Genau. So, ich kann mich auch Pessi nennen, ne? Schnuckelig hier. Herr Pers, darf ich jetzt nun? Ja, muss ja, ne? Leider. So, mein Name ist Herr Ruhl. Ja? Was hat der gesagt? Small hab ich gesagt. Sie brauchen nicht denken, nur weil Sie zwei Monate in Deutschland sind, dass Sie sowas erlauben können. Ganz schnell wieder hier im Senegal, wenn Sie so eine Scheiße brabbeln. Da hat er. So, mein Name ist Herr Ruhl. Und wir sind heute die Tour. Die Tour. Wie alt sind Sie? Ein bisschen alt, ne? Ich finde das schön. So, wie gesagt, ich bin Herr Ruhl und wir sind heute für Sie zuständig, ja? Und ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an mit der Anwesenheitsliste. Ah. Ich würde nur kurz den Namen buchstabieren. Ne? Das ist Herr Ruhl. H wie Hoden, U wie Uterus, E wie Eichel und ein N wie... Nasenhorn-Baby-Tiger. Nasenhorn-Baby-Tiger. So, fangen wir an. So, fangen wir an, wie gesagt, schon mit der Anwesenheitsliste. So, Seltzuck. Ja, anwesend.
Der Name ist Selçuk und wo kommt der her? Ja, der kommt ursprünglich aus der Türkei, ne? Mhm. Ursprünglich. Was ist das? Ja, die Türkei. Sucuk. Sucuk. Schmeckt bombastisch, Digga. Mhm. Mhm. Naja, fahren wir fort. Ich bin immer der Audi-Fahrer, den wir von uns gar nicht meins, ne? Aber Mustang ist eine nette Karre, ne? Die kann man auch fahren. Die kann man. Herr Pess, jedes Mal die gleiche Leier. Ich habe gesagt, die fahren jetzt einfach nur fort. Und ich habe gesagt, dass ich ein Audi lieber mag, ne? Der Ford ist gar nicht. Ey, Kinder, das ist Gift, ne? Wenn der Lehrer hier vorne was euch beibringen möchte, der schreit hier nur rum. Stört? Gar nicht. Permanent. Ja? Das geht mir wirklich hier an die Eier. Wir haben hier auch deine Verletzung. Ja, und wo ist deine? Fahren wir. Machen wir weiter. So. Weiter! Anwesend. Das ist nur eins für Sie. Hat er gar nichts gemacht, ey? Er ist eins? Deutsch. Ja? Das reicht. Hm. So. Fahren wir. Was? Was? Was denn? Wie bitte? Was haben wir gesagt? Sind Sie ein Rassist oder? Sehe ich so aus? So ein Rassist. Sehe ich so aus, habe ich gefragt. Nein. Machen wir weiter. Orkan? Anwesend. Das Wetter sieht doch gut aus. Ich weiß jetzt gar nicht, was Sie da meinen von denen. Hey, mein Name? Ihr Name ist Orkan. Genau. Wie jetzt? Wie der Sturm jetzt? Oder was? Nee, mein Name ist Orkan. Sind Sie so ein Stürmischer wahrscheinlich, ne? Sexuell wahrscheinlich auch. Ah, Orkan. Wasserhahn. Sind Sie der Bruder von Meterhahn? Nein. Mögen Sie Baseball? Ja. Finde ich toll. Sportlich, ja? Die ganzen Immigranten. Und Ihr Mund? Wirklich? Läuft wie ein Wasserhahn. Scheiß auf was. Was haben Sie da gesagt? Wer sind Sie eigentlich hier mit Ihrem Drecksbart? Was schätzen Sie denn? Ich würde sagen 30. Nein. Wer sind Sie? 15. Ihr findet junge Burschen schon ganz nett, ne? Wir haben schon was, ne? Also jetzt nicht sexuell gesehen. Erst so auf einer normalen sexuellen Basis. Sieht nicht so hier, mein Freund, ja? Ich hoffe, ich habe mich da gerade verhört, ne? Ich bin eine Lehrperson, da kannst du nicht hier von wegen Schweinsau. Sitzt du ganz schnell wieder im Zug nach Albanien. Ja, da hat er recht. So, fahren wir fort. Wobei ich Audi ja schon besser finde, ne? Ich weiß ja nicht, was er mit seinem Ford da hat. Mario? Ja, anwesend. Mario? Ja. Haben Sie einen Bruder, der heißt Luigi? Das wissen. Sie, wie ist denn Ihr Name, mein Freund? Ich hab gefragt, wie Ihr Name ist, mein Freund. Mein Name ist Bendit. Bendaki. Was ist das denn für ein Name? Besser als Ihre. Bendaki. Spielen Sie gerne Yu-Gi-Oh? Das war gerade eine Fallenfrage. Ich habe gefragt, ob Sie Yu-Gi-Oh spielen. Bendaki. Ja, ab und zu. Ich habe Mundgeruch. Wie sieht das? Schrie schon Mist. Los. Mist. Was los? Sie sind sehr frech, wirklich. So, Bendaki. Das ist ein Drecksladen hier. So, Jenny? Hier. Hast du eine 1 für Sie? Ja, eins. Was? Eine 1. Machen wir. Jason? Jason? Oh, anwesend. Sie gucken sich. Sie sind wirklich ein Kind, sehe ich gerade, ja? Sie gucken sich einfach erst gerade. Das ist ein Chris Braun-mäßig. Ja, ja, sehe ich gerade. Ascha! Ascha, ja? Du meinst Ascha? Ja, ja. Also Raucher, Ascha. Das haben wir gerade gesagt, Ascha, ja. Ich find's gar nicht witzig. Ja, es geht ja auch nicht um Witze. Wir sind in der Schule, da müsst ihr was lernen. Nur weil sie aussehen wie Ascha, Aschas behinderter Bruder. Also der Ascha, der. Wird gebraucht, wenn man raucht. Sie sind sehr sicher, das ist echt gut. So, fahren wir fort. Ja, jedem das seine, nicht?
So, fang jetzt an mit. Da meldet sich jemand. Muss ja aufpassen, ne? Man muss ein bisschen aufmerksam sein. Muss die Schüler. Was ist denn der? Wie heißt ja. Sie denn? Orkan. Der Orkan. Ja. Herr Pessimist, Pessi. Und zwar dürfen wir die morgen Klausur morgen schreiben oder übermorgen? Oder müssen wir das heute schreiben? Wann die Klausur geschrieben wird, das entscheiden wir doch frei! Warum schreien Sie so? Ich erschrecke mich. Sie sollen zum Anti-Aggressionstraining gehen. Antidepressiva wäre auf jeden Fall gut. Alles gut. Jetzt, ich mach ihn wirklich jetzt. Ich bringe ihn zur Spitze. Ja? Der darf ein Ding. Schweigen bringen, er behandelt uns hier wie einen Haufen Scheiße! Deswegen, kein Zeug mehr, Herr Pess? Ja? Einer? Herr Hohen und Herr Pess, wir schreiben doch nächste Woche eine Klausur. Sollen wir uns nicht darauf vorbereiten? Das dauert hier viel zu lange. Ja. Ich habe keine Ahnung. Okay, fangen wir dann mal mit einem Überraschungstest an, ja? Ich bin das einzige Mädchen hier in der Klasse, das ist voll komisch. Ich hätte voll gern so eine Freundin irgendwie. Und Herr Huren, der immer, wenn er meinen Namen hört, dann fasst er sich so komisch an. Und dann guckt er mich auch immer so komisch an. Ich will das gar nicht eigentlich. Ascha! Ascha, ja? Du meinst Ascha? Ja. Also Raucher, Ascha. Nein. Das ist immer ganz gesagt, Ascha, ja. Ich find's gar nicht witzig. Ja, es geht ja auch nicht um Witze. Wir sind in der Schule, da müssen was lernen. Nur weil sie aussehen wie Aschers behinderter Bruder, müssen sie sich hier einen auf Sorry. Machen. Aschers behinderter Bruder. So, fahren wir. Fort. Ja, jedem das seine, ne? Scheiße.